Batterie ist leer. Batterie ist leer. Also ich nehme jetzt dann so auf. Ich kann auch so aufnehmen. Dann wird es nämlich gleichzeitig aufgenommen, meine Aufnahme. Meine andere Richtung. Oh, oh Gott, wie soll ich das bloß machen? Naja, die Richtung. Naja, was soll ich bloß machen? Wie gesagt. Oder io mi prendo un espresso. Un espresso è meglio di una tazza di caffè perché l'espresso mi dà, come si dice, lui lo può dire, lui è specialista. Una domanda a uno specialista che lavora già da 80.000 anni. Alfonso, vieni qua. Un espresso? Un espressoccio. Però aspetta un attimo. Questo espresso deve essere con la crema, tu già sai benissimo. Sì, sì, la crema. Pensa sempre qua? Io, la crema. La crema. Ich kann nämlich. Schaut euch mal die schöne Gegend hier an. Und so gefällt mir die Aufnahme, wenn niemand da ist. Ne? Ich bin nur alleine da mit meiner Kamera und triff Freunde von früher. Und einfach super. Dann passt auch. Weil ich könnte ja unmöglich hier filmen, wenn Leute da wären. Das wäre Katastrophe. Und es ist einfach Glück. Weil ich wollte heute zu meiner Mutter fahren. Zuerst wollte ich nach Aachen fahren, mit dem Fahrrad, logischerweise, weil meine Schwester hat 4 Autos, aber ich bin immer noch zu Fuß. Aber was für den Kaffee? Nee. Alfonso Miliardaro. La crema. Sì, dai. Allora, vediamo qua. Questo è tipico espresso. Auch Hausgerät. Cioè, a quest'ora uno può bere un espresso così con la crema. Vediamo. Madonna, ma come si può fare? Ma dico io, italiani tutto il mondo. Viva l'Italia, viva l'Italia, viva Sicilia. Alfonso, dimmi una cosa. Dalla Sicilia da quale parte vieni tu? Dalla parte di Gela. Dalla parte di Gela, provincia di Gela? No, provincia è Caltanissetta, no Gela. Gela non è provincia. Bravo. Allora, provincia di Caltanissetta, Gela, vicino di Gela, vuol dire qualche buco, che saccio io, ma... Da quanti anni che ti trovi con questa bellissima Germania, in tutto? 42. 42 anni? Sì. Ma come, se c'è 50, come fa a essere 42? Hai 50, buttane, 57 ne hai. 57? Sì. Ma ti sei rimasto... Sei... Come facesti? Lifting? I cazzi sono come te, non i giochi. Forte. Tutta si recata, tutta. Alfonso. No, non voglio essere fermata. Sì, sì. Purtroppo. Da werde Pech habe. Wenn das mit mir zu tun hat, dann film ich sowieso. Das ist mir egal. Liebe Leute, die ich gefilmt habe und jetzt nicht wollen, dass ich auf YouTube drauf gemacht habe, da mache ich halt nochmal 50.000 Sozialstunden, ist mir scheißegal. Apropos Sozialstunde. Ich hab ja dieses Jahr im Januar einen Brief bekommen von einer Person, der die Vollmacht hatte über eine andere Person. Das sind also Betreuer oder wie sagt man das so, Bewährungshelfer. Ja, ich sag keinen Namen, weil sonst kriege ich wieder einen Brief. Ja, Sie haben uns lächerlich gemacht. Wie können Sie auf YouTube? Ich habe keinen Namen und keinen Nachnamen gesagt. Also. Und solche Leute kriege ich eigentlich ja jeden Tag einen Brief. Und dann sollte ich dann bitteschön 10, 20, 30 Filme von YouTube wegmachen. Ne? Was mir wirklich schwerfallen tut, weil das sind Filme, die gibt es nicht einmal in Hollywood. Ne? Ich habe vorhin vor einer Stunde jemanden gefilmt, der hat ein Elektromobil gehabt. Den habe ich mit auf der Landstraße aufgehalten. Ne? Habe ich gesagt zu ihm, halt, schade, ich habe die Kamera hinter dem Rucksack gehabt. Das ist die Kamera. Hochmodern, aber... Naja, auf jeden Fall das Elektromobil. Ein Rentner. Ich trinke jetzt meinen Espresso. Normalerweise trinke ich Espresso mit 2-3 Zucker. Also dieses Elektromobil, da ist er vom Sportplatz von Reichstätt gekommen.
Das hätte ich filmen sollen, aber geht's unter www.elektromobile und dann wisst ihr, wie diese Dinge aussehen. Ich habe mich mit dieser Person eine halbe Stunde lang unterhalten. Er hat behauptet, dieses Elektromobil hätte ihn gekostet 12.000 Euro. Fährt nur 10 km/h, schneller darf er nicht. Hat er selbst eingebaute Ventilator drin, bei dem schönen Wetter heute. Und hat 2 Türen links und rechts und hinten hat er so einen Gepäckträger selber drauf gemacht. Der Mann hat so ungefähr 70 Jahre. Das ist schön, die ganze Geschichte. Jetzt passt mal auf, YouTuber. Das ist schön, die ganze Geschichte. Der Mann wohnt seit 11 Jahren in einer Wohnung, wo ich selber 7 Jahre lang gewohnt habe, in Rheinbischer Seil. Ja, in der Schringelstraße Nummer 4 oder Nummer 7, Schringelstraße Nummer 7. Beim Bliss, in der Kellerwohnung, da habe ich 7 Jahre lang gewohnt. Und dieser Mann mit dem Elektromüll wohnt dort seit 11 Jahren, hat er mir gesagt. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, ob der Lamm noch da ist, das soll er ihn grüßen, der Louis. Ne? Der Louis, den ich schon seit 40 Jahren kenne. Und dem leider Gottes seine Frau gestorben, letztes Jahr seine Frau gestorben. Gott sei er gnädig. Ja, das sind die Zufälle. Und das ist typisch, wenn ich mal hier in der Gegend bin, dann treffe ich Leute, die ich schon lange kenne oder Leute, die mit mir was gemeinsam haben. Und da, wo ich gewohnt habe, 7 Jahre lang in der Schringelstraße Nummer 7, wo der Mann wohnt mit dem Elektromobil, gegenüber dieser Wohnung, von der Kellerwohnung, wo ich gewohnt habe, ist unser Haus gewesen, das mein Vater 1970 gekauft hat. Natürlich wohnen da jetzt schon andere Leute drin. Fort. Ja. Wo soll ich bloß eine Ladestation finden? Schaut's mal her. Schaut's mal her, das Zeug brauche ich, um meine Kamera aufzuladen. Ne? Jetzt muss ich 10 Euro ausgeben für die Pizza, damit ja meine Akkus aufgeladen werden. Ne? Liebe neuer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin Merkel, baut solche Steckdosen bitte schön auch auf der Straße auf. Weil demnächst in 10, 20 Jahren werden die Autos eh nur mit Elektro angetrieben. Also, ne? Schön. Das wäre mal ein Ansporn. Schaut euch mal diesen Ding an. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Purtroppo, italiano tutto mondo. Però un zucchero è troppo piccolo, se dire. Ne vuole due? Ne vuole due, mio caffè è talmente forte. Dai, amore, dai. Vuoi un altro zucchero? Un zucchero ci vuole, amore. Ma dai. Beh. Perché il diabete ti viene gioia. A diabete? Purtroppo diabete. Ja, das wird mir noch fehlen. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, heute noch den Film raufzubekommen, weil ich brauche noch eine Stunde bis nach Hesselhorst. Wenn meine Mutter nicht da ist, gehe ich zu meiner Schwester, die wohnt in Straßburg. Dann bräuchte ich wieder eine Stunde von Hesselhorst nach Straßburg mit dem Fahrrad. Das glaube ich. Fai vedere quando smette zucchero dentro il caffè, dai. E quanti anni vorrei rimanere ancora qua, Giovanni? Ancora 3 anni. 3 anni, definitivamente? Sì. Fino a 60, poi ti danno la pensione? No, io pensione privata mia, no, pensione dello Stato. E me ne vai in Sicilia a fare la zoccola da. Ma ti posso venire a trovare? Sì, a buttare in pensione io faccio. Dai, amore. Serioso? Ma che c'è, Bellino? Ma ce l'hai una casa? Sì, un villo. Allora però ce lo facessi veramente, allora? Però... Ma vicino al mare? Al mare. Maronna. Sono 1 chilometro da Raspia. Lo vede, cioè, italiani di tutto il mondo, italiani che sono all'estero. Io gli faccio grandissimi auguri a questo personaggio perché se l'ha guadagnato, anche come me. Tu non te l'hai guadagnato che è stato buttana. Tu te l'hai guadagnato che è stato copacchio. Allora, er geht nach 3 Jahren, bleibt in Deutschland und dann geht nach Italien, Sizilien, da wo nämlich herkommt. Und er hat gesagt, er hat eine Villa oder ein Haus. Villa, Casetta? Ja, eine kleine Villa. Auf dem Strand und ich gehe ihn besuchen. Und dann wird er Filme sehen von Sizilien. Ja. So, und Alfons jetzt macht zu und geht im Bett. E chi prende locale a quest'ora? Non lo so.
se lo, si trova una persona che lo compra. Un locale come questo obbligato si deve comprare perché si lavora. La papucuzza, mamma mia. Ascia, ascia, bene calma, mia. Ascia, Salvatore, tu ride. Se e che macchina c'hai? Io una combo, una macchina raccordicciaccia. Poi quando mi ritiro, poi mi hanno cattato una piccolina. Tuo marito non è? Non ce n'hai marito, divorziata, signora mia. Divorziata? Ma che fai tu? Ma i rovini completamente. I distruggio. I mungio con i miei vacchi.